Hey, hey, Dennis Gore hier, herzlich willkommen zur Bitcoin-Informantenshow 556, heute am 20. Februar. Wir sprechen über die deutsche Regierung, die Blockchain-Empfehlungen sammelt, dann über Elon Musk und seine Bitcoin-Aussage und über die neue Börse, die dezentrale Börse Nash und ja, wie ihr da demnächst dabei sein könnt. Aber wir gucken zuerst mal auf den Preis und ja, der ist immer noch okay, schön bei 3.883, also die 4.000, an der wir gestern gekratzt haben, waren bei 3.964, ja, die haben wir nicht ganz geschafft, mal gucken, ob Bitcoin heute oder morgen nochmal einen kleinen Versuch unternimmt, die 4.000 zu durchbrechen oder ob das jetzt erstmal die Resistance bleibt, wird ein spannender Tag, aber gucken wir mal, was Deutschland wieder so macht, denn die deutsche Regierung sammelt Empfehlungen zu Blockchain-Technologie. Und ja, das geht aus dem Bericht hervor, den Reuters am 18. Februar herausgebracht hat. Und es handelt sich da um ungenannte Unternehmen und Gruppen, die ab dieser Woche eingeladen werden, Empfehlungen zu machen. Und auch das wurde nicht bestätigt, aus welchen Regierungsquellen das kommt. Oder es wird auch nicht bestätigt, ob hier jetzt eine Regulierung in Zukunft umgesetzt wird. Aber es sollen halt konkrete Ergebnisse angestrebt werden. Laut dem Artikel haben wir 170 Startups in Berlin, die mit Blockchain oder Distributed Ledger Technologien, also DLTs, zu tun haben. Und viele sagen halt, ohne einen gesetzlichen Rahmen sind die Eintrittsbarrieren zu hoch. Richtig. Wie wäre es denn ein Vorschlag von mir, liebe Bundesregierung, einfach keine Regulierung zu machen, einfach sagen, okay, macht was ihr wollt, alles ist erlaubt, das Ganze ist steuerfrei. Mal gucken, wie sich Deutschland als Standort entwickelt. Natürlich soll man hier keine kriminellen Machenschaften einladen, das ist ganz klar. Aber wenn man die Regulierung ja ganz weglässt, ja, mal gucken, wohin das führt, könnte sehr interessant sein. Oder wenn dann minimalste Regulierung, ja, wir sehen es ja am Beispiel Schweiz wieder, die wahrscheinlich weltweit führend werden hier mit dem Crypto Valley, mit Zug, ja, und ja, mal sehen, wie es jetzt hier weitergeht mit diesen Empfehlungen, welche Unternehmen das sind und ob wirklich jetzt Deutschland als das Powerhouse der EU hier wieder den Ton angibt, ja, wenn die jetzt irgendwelche, sag mal, schlechte Empfehlungen bekommen, die dann EU-weit umgesetzt werden, ja, alles wäre hier denkbar, ich hoffe, dass dem nicht so ist und ja, dass wir hier endlich mal vorankommen in dem Land, das sowieso schon wieder weit hinterherhängt, was diesen Bereich angeht und es so wie es scheint, ja, den Anschluss zu verlieren scheint. Aber sei es drum, wir können eh nichts dran ändern, die Politik macht eh, was sie will. So, gucken wir mal zu Elon Musk, unserem Gründer von Tesla oder SpaceX. Und ja, er hat jetzt hier in einem Interview, in einem Podcast gesagt, dass die Struktur von Bitcoin ziemlich brillant ist, dass digitale Währungen wie Bitcoin ein viel besserer Weg sind, Werte zu transferieren als zum Beispiel mit Bargeld, also mit Papierscheinen. Und er glaubt aber, einer der Nachteile von Bitcoin ist es halt, dass es halt so energieintensiv ist und ja, dass es halt noch sehr, sehr schwierig ist deswegen und betont auch hier in diesem Zusammenhang, dass es keine gute Idee wäre für Tesla jetzt in diesem Bereich Krypto involviert zu werden, denn was sagt er, Tesla ist daran interessiert, den ja, Sustainable Energy, also grüne Energie und so weiter voranzubringen. Aber Elon, das passt doch wunderbar in das Konzept auch von Krypto, weil wenn du jetzt ja, neue Möglichkeiten entwickelst, die Sonnenenergie zu nutzen, Windenergie, was auch immer, um die ganzen Batterien zu laden für deine Autos, ja, dann wäre doch hier das die perfekte Synergie mit Bitcoin auch hier zu minen und so weiter. Ich glaube, früher oder später könnten wir vielleicht einen Move von Elon Musk sehen, aber er ist natürlich mit seinen Firmen brutal beschäftigt. Du musst dir vorstellen, wenn du hier der Kopf bist von Unternehmen wie Tesla, SpaceX und wer weiß, wo er noch überall involviert ist, da bleibt dir wahrscheinlich sehr wenig Zeit, um dich eingehend mit Krypto zu befassen. Aber ich glaube, er hat es auf dem Schirm, das ist ein gutes Zeichen. Und für mich würde das natürlich sehr gut passen, weil Tesla ist natürlich ein ja, sehr innovatives Unternehmen, sehr beliebtes Unternehmen und Krypto, glaube ich, würde sehr gut hier reinpassen. Und ich bin mir relativ sicher, wenn die Preise wieder steigen, würden viele auch ihren Tesla gerne mit Coins bezahlen. Er ist auf jeden Fall davon begeistert auch, dass man hier mit Kryptos ja keine Mittelsmänner mehr braucht
Und er glaubt definitiv, dass es sich auch durchsetzen wird. Er hat gesagt, er selber hat 0,25 Bitcoin, die mal geschenkt wurden, aber sonst hat er null andere Kryptos. Und ja, wer mag es ihm verübeln, er ist Milliardär, interessiert das nicht. Ich glaube, Geld ist sowieso jetzt kein Thema für ihn. Ne? Und mal gucken, vielleicht haben wir ja früher oder später noch einen Move. Und deshalb glaubst du, Tesla kommt später, früher oder später in die Kryptobranche? Schreib mir mal hier einen Kommentar. Und ja, dann gehen wir mal zum nächsten spannenden Thema, nämlich die dezentrale Börse Nash. Ja, die gibt den Starttermin bekannt für die auf Neo basierende Börse. Und das soll im März passieren, diesen Jahres. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist ja eigentlich das, wovon viele geträumt haben auch. Ja, jetzt, Satoshi Nakamoto hat ein alternatives elektronisches Geldsystem erschaffen, was dezentral ist. Es hat keinen zentralen Angriffspunkt mehr, es ist global verteilt. Das System kann nicht so einfach gehackt werden. Und wenn man sich die ganzen Börsen anguckt, wie viele Hacks wir ständig hier haben, ist das natürlich ein riesiges Problem. Und der Großteil des Handels findet auf zentralisierten Börsen statt. Wir hatten ja letztens erst das Beispiel von Quadriga CX, wo der CEO gestorben ist und mal ein bisschen Coins mit ins Grab genommen hat. Also da waren es 190 Millionen oder so. Also ein größeres Sümmchen. Und das ist natürlich nicht so toll. Die Lösung dafür sind DEX, dezentrale Exchanges. Und das ist einfach die Auslagerung auf viele verschiedene Teilnehmer auf viele verschiedene Rechner, bietet mehr Sicherheit und weniger Angriffsfläche. Und das zu verwirklichen, plant das Entwicklerteam von Nash. Die wollen wirklich das Ding unter das Volk bringen. Das Ganze basiert auf der Kryptowährung Neo. Und er sagt einfach, es hat viele, viele Vorteile hier, der CEO, gegenüber zentralen Exchanges. Und um möglichst viele Nutzer für die anstehenden Nasdaq zu begeistern, schreibt das Entwicklerteam einen Preis von 100.000 US-Dollar in Bitcoin aus. Ja, und diesen Preis kann man gewinnen, ganz einfach, indem man sich für die Börse registriert. Dafür braucht man natürlich einen Registrierungscode, einen Einladungscode. Und den habe ich natürlich für euch. Also ihr habt hier meinen Rev-Link, ja. Der ist hier in der Beschreibung drin. Wenn ihr den eingibt, dann könnt ihr euch hier bei Nash registrieren und an dieser Gewinnspielziehung mitmachen. Das Ganze wird ab dem 31. März verfügbar sein, die Börse. Also DEX soll 31. März an den Start gehen. Das Gewinnspiel läuft, glaube ich, bis Juni 2019. Und dann werden 100.000 Dollar hier unter allen registrierten Leuten verteilt. Plus, also in Bitcoin und in der Nex-Währung, sehr, sehr spannend. Ja, für die Sicherung einer möglichst breiten Akzeptanz hat sich das Team schon die Erlaubnis der US-amerikanischen Behörden eingeholt. Finde ich ein bisschen komisch, wenn es eine dezentrale Exchange ist, wieso holen die sich dann eine Erlaubnis von den USA ein? Ja, sei es drum, aber die USA ist natürlich ein großer Markt und wenn man da eine Erlaubnis hat, umso besser, ja. Und mal gucken, was das ist. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sie eine Erlaubnis von den USA bekommen, wenn es eine dezentrale Börse sein soll. Weil wenn es dezentral ist, dann dürfte es ja auch kein KYC unterliegen. Obwohl, wer weiß, wie das dann später abläuft. Ja. Große Konkurrenz werden die natürlich auch bekommen, die Jungs von Nash aus dem Hause Binance. Denn Zizi, der CEO von Binance, hat ja bereits erklärt, mehrfach auch getwittert, dass sie selbst an einer dezentralen Exchange arbeiten. Also ich glaube, hier startet ein spannender Kampf, ein spannendes Rennen um die beste dezentrale Börse. Binance, glaube ich, wird da ganz oben mitspielen, aber Nash geht jetzt hier an den Start Ende März. Und ja, ich gucke mir das Ganze an und finde das sehr, sehr spannend und bin auf jeden Fall auch drauf gespannt, was Binance hier dann demnächst an den Start bringt. Vielen Dank an den heutigen Sponsor Coinmerse.io. Coinmerse ist eine Kryptobörse aus den Niederlanden, wo du über 85 Kryptowährungen direkt gegen Euro ganz einfach per SEPA-Überweisung, Sofortüberweisung, Giropay und andere Möglichkeiten erwerben kannst. Lade dir auch die kostenlose Coinmerse-App herunter und werde Teil des Kryptomarkts. Guck mal zum Schluss nochmal auf CoinMarketCap. Der Bitcoin leuchtet noch leicht grün zu gestern, die anderen Coins sind leicht im Minus, Ethereum leicht im Minus um 3%, Bitcoin Cash 4% Minus, Stellar ist ganz gut dabei mit 4% Plus, Binance Coin 11% Plus, steht bei $10,79, also wieder ein bisschen Bewegung drin,
Top-Gewinner ist Storch mit 14% zum Vortag. Top-Verlierer ist Aurora mit 11% zum Vortag. Also wieder ein bisschen Bewegung drin. Mal gucken, ob der Bitcoin jetzt endlich die 4000 knackt oder nicht und was den Rest des Tages noch so passiert. Also Leute, ich bin raus. Bedanke mich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs up. Folgt mir auf Steemit, der Social-Media-Plattform auf der Blockchain. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer, macht gut, schwenkt den Hut. The zweite Forces of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bang! Give us a Bitcoin to save